seid gegrüßt, herzlich willkommen und moin moin liebe Leute, neue Runde hier im LS22 und Big Lutte, oder was? Vielen Dank für den Sub, vielen Dank, neuen Prime Sub hier am Start, vielen Dank für die Entscheidung mich zu supporten, vielen, vielen Dank, moin moin. Vielen, vielen, vielen Dank. So, ich glaube also alle neuen Palettensorten werden wir uns heute jetzt noch nicht angucken, das machen wir dann sonntags ein bisschen weiter. Hier wollte ich jetzt noch ein bisschen Leerpalette abholen, oder? Naja. Leerpalette, Möbel waren da auch relativ viel, ne? 13. Mensch, 31 Paletten gibt es insgesamt. So, so viel brauchen wir natürlich nicht. Nehmen wir irgendwie so 80.000 mit, ne? Und damit geht's zur Molkerei. Der steht auch nebenan mit dem Karton. Das können wir dann auch noch erledigen. Und dann werden wir heute auf jeden Fall noch die Plantagengeschichte machen, weil eigentlich ist es die letzte Folge für heute. Genau. Sonntag werde ich nach Möglichkeit ein bisschen länger streamen. Muss ich mal gucken. Man sieht natürlich so ein bisschen, welches Gewächshaus gut bis sehr gut gefüllt ist. Das ist auf jeden Fall er hier. Der braucht keine neuen Kartons. Wenn wir noch welche übrig haben, könnten wir welche hinbringen. Ansonsten tut es wohl nicht Not. Wir können natürlich auch die Setzlinge mal zu den Tannenbaum fahren. Dann haben wir dann irgendwann mal demnächst ein bisschen volleres Tannenbaumfeld. Hier sind 6. Da sind nur 3 und beim ersten Mal glaube ich auch nur 3 oder so, ne? Gut, war nicht das Richtige. Ja, wohl der Richtige hier. Ja, wir könnten mit dem Herbizid hier tatsächlich auch hin, dass ich hier ein bisschen aufteile, ne? Damit die Gewächshäuser ein bisschen produktiver noch sind. Sieht so aus, als wäre Herbizid relativ leer mittlerweile. Aber ich mag es, wenn die Produktionsinfoliste kürzer wird. Und apropos kürzer, wir können noch den Getreideimport abschalten. Ja, entweder so oder so, ne? Dann mache ich das so. Wieder einer kürzer. Ich glaube, es geht schneller, als wenn ich jetzt über die Liste und dann hin und her scroll über die Liste. Das ist so, glaube ich, genauso schnell. Gutes Nächtle und danke fürs Reinschalten. Ja, morgen Vormittag kein Wild West, ne? Morgen Nachmittag auch nicht. Vielleicht morgen Abend. Müssen wir gucken. Der Karton ist ein bisschen abgerutscht. Ja, also Herbizid. Kann, glaube ich, überall hin. Auch Flüssigdünger könnte man ein bisschen auffüllen. Was habe ich denn noch an Kapazität? 25.000? Also so viel haben wir ja eh nicht. 30% Booster, ne?
Morgen Abend ist Fußball. Bei dir? Kiel spielt morgen Abend. Ach ja, stimmt. Morgen Abend ist das ja gegen Pauli, ne? Ich habe keine Tickets für Stadion gekriegt. So, Blumenkohl, Rotkohl, Himbeere ein bisschen. Nix so ein bisschen, also von allem so ein bisschen, aber halt alles, ne? Setzlinge. Ja, wie gesagt, Setzlinge könnte man zu den Tannenbaum fahren, damit wir ein volles Tannenbaumfeld haben. Ansonsten ist es ja einfach nur Booster. Booster. Aber das eilt jetzt nicht, das müssen wir jetzt nicht unbedingt machen. Ich mache jetzt noch diese Kartoffelgeschichte, weil das nervt natürlich extremst. Das mache ich jetzt selber. Die letzten Meter. So viel Saatgut gibt es halt jetzt nicht. Willkommen in Ihrem Glas. Und da muss ich echt noch mal überlegen, wegen so einem kleinen Zwiebelfeld. Gesagt, ne, der passt ja auch nicht morgen. Das meiste war eben verplant an Feldern. Ich glaube, das Feld 16, 17 habe ich aktuell nicht hier drauf stehen. Ich habe noch 61, 62 für Hanf, 23, 24, 26 Hopfen. Kartoffeln haben wir gemacht, da sind wir gerade dabei. Ja gut, ich brauche noch ein Maisfeld. Oder das theoretisch auch als Sojafeld mehr hier als Zwiebelfeld machen. Die 17 oder die 16. Eigentlich die 16, ne? Die 17 warten wir noch auf den nächsten Monat. Nächster Monat ist halt große Grasernte. Bei allen Bereichen, Klee, Luzerne und normales Gras. Muss halt nochmal schauen, teilweise brauche ich Heu, teilweise brauche ich es in Normalzustand. Und dann kommt auf diese Felder was anderes rauf, ne? Das muss dann halt reichen. Und dein Tipp für morgen, Pascal? Zu Hause? Knapper Sieg? Unentschieden? Dieses Stück hat er nicht mehr geschafft. Schon beachtlich.
Sonst sieht das gut aus hier. Ja, bei Zwiebeln dachte ich, brauche ich doch auch noch in der... Also falls wir irgendwann die Gemüseproduktion bauen, was ja irgendwann Sinn macht, logischerweise. Auch nicht, um auf allen Zweigen zu haben, aber um zumindest so vereinzelte Zweige schon mal gut beliefern zu können. Würde natürlich Zwiebeln Sinn machen. Kartoffeln haben wir jetzt ja eh schon. Hauptsache Hamburg gewinnt, nicht so nach dem Motto, ne? Aber ein neuer Trainer ist ja schon aktiv. Da muss ich nicht mehr heute entscheiden, müssen wir Sonntag machen. Wäre dann so die letzte Ansaat vor dem Nachtspulen, weil sonst ist nicht mehr so viel zu machen. Wir haben unsere Produktionsinfo-Geschichte wieder fast fertig, sorgfältig hier abgearbeitet. Dann geht es nämlich im nächsten Monat wieder rauf auf die Felder. Ordentlich Gras ernten und so weiter. Weil hier könnte man, wie gesagt, das Feld habe ich so noch nicht draufstehen. Entweder machen wir das Körnermais oder zum Beispiel Zwiebeln oder noch was ganz anderes. Mal schauen. Gut. Topf voll. Ja. Bei mir reicht's hier nicht. Hier sind wir. Hier wollen wir weitermachen. In die Richtung. Mit den Obstbäumen. Also Produktion, Plantagen. Ich wollte einmal Apfel haben. Mal gucken, die Straße ist ja so von der Breite, ist es bündig. Abstand hier zum Weg, weil vielleicht brauche ich dann auch eine Hecke oder sowas, irgendwas Schickes. Und ein bisschen rauszoomen, damit ich gucke, wie weit bin ich denn von der Straße weg. Ganz gut eigentlich. Würde ich hier Apfel platzieren. Hier Kirsche. Und die noch fehlende Mirabelle. So. Genau. So dachte ich das. Jetzt muss man natürlich hier später von dieser Seite... Könnte man den Wald noch wieder ein bisschen aufforsten, dass es hier ein bisschen dicht ist. Das ist aber zweitrangig. Das machen wir dann, wenn wir sowieso Deko machen. Also sprich, hier sollte ja auch noch wieder ein paar Bäumchen hin, so ein paar. Da wo die Nudelproduktion produziert. Ein neuer Obstbereich, ne? Mal kurz hier rüber. Die anderen Plantagen sind ja nicht weit weg. Also eigentlich, genau, das ist die Birne. Müsste ich Apfel mit Birne tauschen.
Dann habe ich hier Apfel, Apfel. Und dann tausche ich noch die Kirsche gegen die Pflaume. Dann habe ich hier Kirsche, Kirsche. Und hier habe ich dann eben Mirabellen, Birne und Pflaume. Obwohl das raus. Ja. Schade für Deutschen. Ein paar Nudeln hier, ne? Ein paar zumindest. Spaghetti. $600.000 habe ich nur noch übrig, nur mal so gerade nebenbei. Aber ich hatte noch 1 Million auf der Bank, ne? Ja. Naja, müssen wir gucken. Also entweder versuche ich noch so ein bisschen was zusammenzukratzen zum Verkaufen. Was kostete denn die? Also generell weiß ich natürlich jetzt noch nicht hundertprozentig. Brennerei wollte ich hier haben, ja. Ein bisschen von der Größe her Next Level. Muss man dann auch immer mal gucken, wo fährt man eigentlich rein, wo nicht. Also, ne, da muss man irgendwie sie nicht durchfahren können. Das heißt, man muss schon genug Platz in alle Richtungen planen. Und dann ist es hier, glaube ich, schon zu eng, tatsächlich. Weil ich dann ja hier schon wieder raus aus dem Wald bin, ne. Das ist also eher unwahrscheinlich, dass ich die darüber setze, sondern die würde wahrscheinlich hier eher noch irgendwie reinpassen. So in dieses ganze Stück kann man so ein bisschen dafür sich vordenken. Die Eisfabrik, haben wir gesagt, hat ja einen Platz, den man nehmen kann, aber nicht muss. Wie bei jeder Produktion ist immer ein kann, muss nicht. Hier kann man sonst auch halt noch einen Fermenter reinpassen. Guck mal, der Fermenter hat einen Platz. Egal, die Eis würde hier besser gerade so reinpassen. Muss man halt auch immer gucken, wie rum macht Sinn und so. Ich glaube, das war so, ne? Über Zwangsplatzieren am besten, damit er keine Bodentexturen malt. Und dann möglichst nah an Zaun ran. Beiden Seiten und gut ist. Eis, Eis am Stiel, Crushed Eis produziert werden. Ja, genau, der Crushed Eis ist eben Booster für Fischer und Booster für Wurst. Und danach wäre das schon auch interessant. Na, moin. Ja, klar, hier eine Mosterei und das ist eh klar, eine Marmelade und Mosterei auf die Ecke. So, und dann kann man sich natürlich vormerken, wenn wir die Brennerei so im Auge behalten, dass wir diese Ecke hier noch roden dann. Hier muss ich natürlich die Wege noch ein bisschen machen, ne? Boah. Also klar, dass es wieder zu breit ist. Erstmal bis hier. Das wäre dann eh in diesem Wendekreis arbeiten, denke ich.
Das jetzt hier trotzdem, glaube ich, erstmal mit dem Kies machen. Das war zu weit. Das war ein bisschen blöd. Mal gleich nochmal neu. Jetzt dann noch breiter wieder die Straße. Mods kosten fast nie was. Also auf meiner Homepage habe ich relativ viele Mods verlinkt. Macht Sinn, da mal reinzugucken. So, das sieht doch schon mal ordentlich aus. Ups. Ja, wo wir gerade dabei waren, war da sonst noch irgendwas, was ich als nächstes platziere? Also Ketchup-Fabrik, ne? Genau. Aber das macht, ja, weiß ich nicht. Also Tomate ist ja schon genug da. Zwiebel fehlt aber. Ich glaube, Zwiebel war bei einigen Soßen mit drin, wenn ich mich richtig entsinne. Und was ich noch? Ja, mit Mayo. Ja, Mayo können wir haben ja genug Ei eigentlich, ne? Ach, das Glas brauchen wir auch, haben wir auch. Senf, genau, Senfkörner fehlen noch. Die Felder wollten wir aber kaufen. Aber das sind halt keine Produktionen, die hier in den Wald sollen, ne? Hier sollen ja wirklich nur die rein, die ansonsten kein Happy Place auf der Karte finden, weil sie keine vorgefertigte Fläche haben. Ja. Also Brennerei und Gemüsefabrik sehe ich auf jeden Fall hier noch, ne? Die Gemüsefabrik ist auch nicht so groß. Also die werde ich wahrscheinlich hier noch vorplatzieren. So, hier noch ein paar Bäume weg, dann passt hier Gemüsefabrik schon fast rein. Auf Entspantarino. Wie war das? Fischfabrik, ja, weiß ich nicht. Theoretisch auch noch denkbar hier, industriemäßig, ne? Könnte man hier auch noch leicht reinplatzieren, hat trotzdem noch genug Wald rundherum. Die Fischfabrik ist aber eigentlich eher, so finde ich, sehe ich eigentlich eher am Wasser, ne? Finde ich, passt deutlich besser ans Wasser als hier mitten rein. Genau. Mehr ist das eigentlich nicht. Schon so viele Produktionen. Ein Brennerei, der Klopper hier, der muss halt hier irgendwie um dieses Quadrat hier seinen Platz finden. Jo, dann haben wir da immer noch Wald übrig. Mal schauen, was wir damit machen. Werden wir schon irgendwie los, den Wald, ne? Wir liefern, machen wir am Sonntag. Denn die wollen ab Juli loslegen. Na gut, wir sind im März, ne? Dann stellen wir viel zu viel Todeskapital, wenn ich das jetzt schon beliefere. Die wollen aber ab Mai schon loslegen. Also die sollten wir im April tatsächlich dann auch beliefern. Wenn man dann nur damit schon anfängt, macht man hier sowieso alle, ne? Weiß bestimmst du, dass du bei Paper was zahlen sollst, wo wirst du. Da sind manche, es gibt so Mods, wo freiwillig, aber da muss man nicht, ne? Nach dem Motto, man kann dem oder was abgeben, man kann irgendwie was raushauen, aber man muss ja nicht. Sagt
Saatgut ist jetzt zweimal drin, der ist neu reingerutscht, ne? Ja, Saatgut ist dann dreimal vertreten. Saatgut mit Mixgruppe 1, Mixgruppe 1. Ne, Saatgut ist Mixgruppe, also Saatgut Gruppe 1 und Suppe Gruppe 3 und Mineraldünger. Milch, wie immer. Es wird schon bald spaßig, wenn das Labor dazukommt, müssen wir hoffen, dass unser neuer Kuhstall, dass es da endlich Nachwuchs gab und die ein bisschen produktiver werden. Rindfleisch beim Schlachter, weiß ich noch nicht, ob wir es schaffen, in 2 Tagen nochmal eine Ladung Fleisch hinzubringen. Ich denke nicht. Wir müssen erstmal die Milchproduktion wieder ein bisschen ankurbeln. Aber weiß ich noch nicht genau. Ja, an sich läuft aber, ne? Was sagt unsere bestandsprüfungszeitsparende Geschichte? 15 Millionen, ja. Aber halt viele kleine, na wohl, geht. Ein paar Positionen, man sagt, also so wie Holzkohle und Schweinefleisch, wie auch immer, wenn man da so ein paar Sachen abholt. Deutschen. Und schon haben wir hier wieder so eine 400.000er Tour zusammen. Ja, Kürbis. Die Mühle habe ich doch aber mit Kürbis aktiv, oder? Ne, wieso denn eigentlich nicht? Ist ja auch super verwirrend. Wir haben super viel Kürbis, aber ich habe hier noch nie was zur Ölmühle gebracht, ne? Neu. Ich kann auch Kürbiskerne herstellen und Kürbiskernöl. Ach nee, das kommt ja aus der Gemüsefabrik. Ich habe es ja kompliziert gemacht. Das muss ja erst in die Gemüsefabrik. Was habe ich mir das denn so überlegt? Was macht eigentlich die Glasfabrik? Letzter Blick für heute, die Leute. Wir fast doch noch eine Folge mehr machen können, wenn ich hier schon wieder so rumeier, merke ich gerade. Glasscheibe 1500. Ja, davon würde ich jetzt noch nicht eine. Obwohl, Befüllstandsanzeige, ja. Da ist aber noch nichts zu sehen, ist noch zu wenig. Ja, hier würden die auftauchen, denn, ne, wenn jetzt schon genug da wären. Ton ist auch bald leer hier. So wie hier die Glasflaschen und die Glasdinger. Ja, also fehlt noch ein bisschen. Ich denke, da kommen die Glasscheiben hier. Müssen wir mal gucken, ne? So, hier steht noch ein bisschen normales Glas rum. Ich wollte gerade schon sagen, was hier los. Und Bretter sind bisher nur 75 verbraucht worden, ne? Liebe Leute, ich danke fürs Reinschalten, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, eine gute Nacht, danke für Support und dann, wie gesagt, morgen Abend wahrscheinlich Wild West und Samstagabend wieder Multiplayer. Bis Samstagnachmittag was streamen kann sein, weil diese Woche ja ein bisschen was ausgefallen ist aus krankheitlichen Gründen und Sonntag wieder normal, ne, wahrscheinlich. Alles aktuell wahrscheinlich, man weiß es nicht. Vielen Dank fürs Reinschalten, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, eine gute Nacht, bis zum nächsten Mal, schönen Start ins Wochenende dann morgen und sofern ihr im Norden seid, alles sturmsicher machen, ne? Bis dann, vielen Dank. Tschüss.